Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Also die Virusinfektion wird nach meiner Überzeugung Deutschland weiterhin nachhaltig beeinflussen und beeinträchtigen. Obwohl ich meine, wir müssen unsere Einstellung dazu ändern. Wir müssen damit leben und sollten mehr zur Normalität zurückkehren. Speziell auch im Hinblick auf junge Menschen, Schüler und Kitas. In Krankenhäusern sollten wir uns verstärkt wieder den vielen anderen medizinischen Problemen widmen, die wir haben. Die zentrale Rolle von Corona muss zurücktreten. Es ist keine Krankheit, vor der wir ganz besonders Angst haben müssen. Wir sollten sie sehen wie andere Virusinfektionen. Und ich gehe nicht davon aus, übrigens, dass wir sehr schnell eine angemessene Therapie haben oder einen Impfstoff. Deswegen, wir wollen einen Weg finden, um damit zu leben, auch mit Corona zur Normalität zurückzukehren. Mein Name ist Klaus Püschel. Ich bin der Hamburger Quincy, also der zuständige Rechtsmediziner für die Region Hamburg und Umgebung. Und parallel dazu UKE-Professor, also Hochschullehrer und dann zuständig für die Ausbildung der Studenten und Wissenschaftler. Und das Tolle an meiner beruflichen Position ist, dass alle spannenden Fälle in Hamburg und Umgebung bei mir landen. Rechtsmedizin, so heißt also das Fachgebiet, nicht Pathologie, um das nochmal zu sagen, gibt es nur einmal, Herzchirurgie gibt es viermal in Hamburg. Entscheidend ist, von den Toten lernen wir für die Lebenden. Ja, und wenn man eine Krankheit verstehen will, dann muss man sie genau untersuchen und vor allen Dingen auch die sehr negativen Abläufe genau untersuchen, und die negativsten sind eben die Todesfälle. Deswegen ist das für einen Rechtsmediziner und für einen Pathologen selbstverständlich, dass Tote unbedingt untersucht werden müssen. Das ist unverzichtbar. Wir sind der Wissenschaft verpflichtet, der Forschung, und wir sind den Menschen verpflichtet. Das ist für mich tatsächlich insoweit auch eine Frage der Berufsehre. Völlig klar, wir müssen die Toten genau untersuchen. Und wir sind ja auch ohne weiteres dazu imstande, uns in hygienischer Hinsicht zu schützen. Ja, wir haben hier nie eine Einschränkung gehabt bezüglich der erforderlichen Berufskleidung und der erforderlichen Masken. Bis heute ist bei uns in der Rechtsmedizin und auch in allen mir bekannten Instituten für Pathologie keine einzige Infektion im Zusammenhang mit Sektionstätigkeit aufgetreten. Also das ist kein praktisches Problem von Seiten der Hygiene. Und um das an dieser Stelle auch nochmal sehr deutlich zu sagen, von diesen Corona-Toten geht insgesamt keine besondere Infektionsgefahr aus. Wenn man überhaupt etwas befürchtet, könnte man zum Beispiel einem Toten eine Maske umbinden. Und selbst wenn man ihn dann bewegt, würde sich aus dem Bereich von Mund und Nase kein Virus in die Umgebung ausbreiten. Also das Virus kann nicht aus dem Leichnam rausspringen. Deswegen kann man sich dem Leichnam ohne weiteres nähern. Man kann als Angehöriger normal Abschied nehmen. Wir müssen vor den Toten keinerlei Angst haben. Wir können sie auch berühren, wenn wir uns danach die Hände sorgfältig waschen. Und wir sollten versuchen, bezüglich dieser negativen Abläufe möglichst weitgehend zur Normalität zurückkehren und auch da unsere Angst abzulegen. Die ist da fehl am Platze, ganz eindeutig. Hamburg zählt jetzt im Augenblick 240 Corona-Tote insgesamt seit Beginn der Pandemie im März. In den letzten Monaten gibt es nur noch höchst vereinzelt Fälle. Also die ersten 220 haben sich ereignet so bis Ende Mai, Anfang Juni. Und davon haben wir eben 75% obduziert und die ersten 100 sämtlich, sodass wir jetzt insgesamt einen Überblick haben, etwa über 180 Corona-Tote hier in Hamburg. Wir haben von Anfang an eine sehr enge Kooperation gepflegt mit den Kollegen in den Instituten und Kliniken.
Also zum Beispiel mit den Herzspezialisten wie Professor Westermann oder den Nierenspezialisten wie Professor Huber, aber auch mit den Virologen. Also die meisten Untersuchungen haben wir nicht bei uns gemacht. Die Obduktionen sind alle bei uns gelaufen. Die wesentlichen Erkenntnisse, so schon nach dem ersten Dutzend Fälle, war das gehäufte Auftreten von Thrombosen und Embolien. Wir haben also gezielt in allen Fällen zum Beispiel die Beinvenen untersucht und dort in 50% der Fälle Thrombosen vorgefunden und dann auch in relativ vielen Fällen Lungenembolien, auch als Todesursache. Also der erste Hamburger Corona-Tote hatte zum Beispiel die Todesursache Lungenembolie zu Hause. Ja, dem ging es noch relativ gut und der war gar nicht auf der Intensivstation und starb dort an einer Lungenembolie. Die Kliniker haben daraus den Schluss gezogen, dass sie bei einer Corona-Infektion rechtzeitig Thromboseprophylaxe betreiben und bei stationären Fällen dann nicht nur die für die Prävention übliche Dosierung einsetzen, sondern die therapeutisch übliche Dosierung. Und dementsprechend haben sie auch ihre Leitsätze für die Intensivbehandlung geändert. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Die zweite hat wahrscheinlich schon unser Nephrologe weitergegeben. Das ist schon eine frühzeitige Nierenschutztherapie, soweit möglich, weil die Nieren eben zumindest bei den Patienten, die auf Intensivstationen landen, nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen sind. Überraschend ist die Häufigkeit von Thrombosen und Embolien. Das war eben in dieser Art und Weise nicht erwartet. Die anderen Dinge sind für mich nicht überraschend. Wir wissen von derartigen Virusinfektionen, dass die in der Regel die Atemwege und die Lunge betreffen. Wir haben in diesem Fall eine besonders intensive Affektion der Lunge, wobei dann hier die Virusausbreitung nicht nur über die Atemwege eine Rolle spielt, sondern auch die Virusausbreitung im Blut. Und da sind ja die Innenhäute der Blutgefäße stärker in Mitleidenschaft gezogen. Das betrifft insbesondere auch wiederum die Lunge mit Mikrothrombosen. Da stört den Sauerstoffaustausch, sodass die Lunge insgesamt schon ganz klar das Hauptzielorgan ist. Die sonstigen Organe, die ja eigentlich alle auch von der Virusinfektion befallen sind, also einschließlich Gehirn, zeigen keine so weitgehenden eigenständigen Krankheitserscheinungen, dass das jedenfalls an unserem Untersuchungsgut den Krankheitsverlauf entscheidend beeinflusst. Ich weiß aus dem Ausland, dass in einzelnen Fällen auch andere Organe eine relevante Rolle spielen, mit Herzmuskelentzündungen, in Einzelfällen, auch kleineren Schlaganfällen. Aber wir sehen in 100% der Todesfälle hier bei uns eigentlich den entscheidenden Verlauf im Bereich der Lunge.